Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Und wir sind gerade... Scheiße, wo sind wir denn? Ich weiß es nicht mehr. Super. Faszinierend. Ja, wir sind auf... Jacob, ich gehe jetzt rein. Was auf werde ich dort unten finden? Ach, seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. Oh, da geht's nicht weiter. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Naja. Ich habe die Grafik mal etwas hochgestellt. So ein bisschen was. Ich hoffe, das sieht man. Also ich habe jetzt Kantengleitung etwas höher gestellt. Damit das Ganze auch etwas schöner aussieht. Und ich bin bei DirectX 12 ge... Hallo? Ja, C ist runterfallen. Bei DirectX 12 geblieben und habe die Umgebungsverdeckung halt auf ABA Plus gelassen. Das ist unglaublich. Oh ja. Die Frage sehen, ist, wie das funktioniert. Nur genau. Gut, so funktioniert es nicht. Ein Fähigkeits... Aha. Guckt mal. Na? Da geht es hoch. Es geht nicht. Hallo? Ich hab doch getroffen. Guck mal. Den haben wir jetzt hier, ja? Boah, ernsthaft. So. Nein. Du da. Man, wie konnte man nochmal spielen? Ah, okay. Damit konnte man sprinten. Gut, das bedeutet... Sprinten! Springen! Halten. So. Oben. Schön. Hey. Gut, das funktioniert auch nicht. So wie ich es wollte. Ja. Also manchmal ist ja Tastatursteuerung auch scheiße. So. Okay, ich habe verstanden, was ich tun muss. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Das Ding einmal zu ziehen. So.
Denn jetzt? Nee, meine Liebe. Du musst noch einmal weitergezogen werden. So. Ich spring dann hier drauf. Und du musst auch noch einmal weitergezogen werden, dass ich von da drauf springe. Kann ich jetzt hier noch hoch? Ich hoffe ich mal. Ja, Mann. So. Jetzt müsste alles klappen. Jetzt muss ich da nur noch drüber springen. Ja. Klappte doch. Guck mal, da sind noch ein paar Münzen. Schön, schön. Hier komme ich jetzt darüber. Ich muss das wegmachen. Und hier oben, die muss ich noch wegmachen. Also ich muss jetzt darüber. Und hier. Ziemlich einfach. Ja? So. Bin ich hier drüben. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Geil, und was mache ich jetzt? Ja. Hallo? Geduld, Lara. Okay. Gut, gut. Wie komme ich jetzt weiter? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Scheiße. Jetzt muss das Timing stimmen. Ja, schön da oben bleiben. Komm hoch. Yo. Hahaha.
das nicht wunderschön, so wie ich es geschafft habe? Ich hoffe, man sieht das Tearing nicht. Wäre schon fast in die Hose gegangen. Eine antike Fertigkeit. Oder was war das? Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Erhöht hier ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander. Aha. Was ich hier an Tomb Raider leider sagen muss und was in Metal Gear Solid 5 sehr geil war, war, dass man halt mit Leertaste sozusagen weiterskippen konnte. Und das ist leider hier nicht mehr. Also ist hier nicht eingebaut. Was eigentlich schade ist. Ey! Ja, natürlich. Oh. Also. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Es war etwas weit, ne? Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Gut, gut. Laufen wir weiter. Boah. Tut mir leid, aber ich muss mal... Grafik. Na, wo haben wir es denn? Ach nee, ich kann hier V-Sync nicht ausstellen. Egal. Machen wir dann eben so weiter. Oh. Bleib mal lieber oben. Ja, das sieht man auch auf der Aufnahme. Das ist ja scheiße. Ne, dann würde ich sagen, speichere ich hier kurz. Und sage bis gleich. Und dann, bin ich gleich wieder da. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind wahrscheinlich immer noch in der gleichen... Hallo? Wir sind wahrscheinlich immer noch in der gleichen Folge, aber ich hab mal kurz was umgestellt. Nicht so geil. Ah, nicht so geil. Gut, da kommen wir nicht mehr her. Oder hin. Schade.
Das Glitzern ist schon geil. Geboden. Wir haben doch gerade unsere Haken verloren, oder nicht? Ja, wir haben die wohl etwas mehr gebunkert. Also wir haben wohl ein paar mit. Nein, ich habe mich nicht festgehalten. Oh, super. So einfach macht man den Abgang. Wenn ich so unaufmerksam in der echten Welt wäre, boah, hätte ich ganz schön Probleme. So, hopp, hoch mit dir. Nimm die beiden Haken. Was tue ich hier? Ja, gut. Klappt doch. Neues Basislager entdeckt. Ich kann noch nichts machen, außer einen Fertigkeitspunkt zu übergeben. Und Weichkonter brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht eigentlich. Kopftreffer. Ich nehme mal die Kopftrefferanzeige. Auch wenn es wahrscheinlich etwas noobig ist mit der PC-Steuerung, für die Konsolensteuerung hätte ich, glaube ich, dass das etwas besser ist, aber naja. Es sind so viele. Das ist auch nicht Trinity, das sind Schützer von Kidesh. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Ja. Ist das nicht immer so? Gebe Menschen Macht und sehe zu, was, wie sie missbraucht wird oder sowas? Ist das nicht so ein Sprichwort? Irgendwie so in der Richtung.
haben wir hier noch ein Basislager. Kann ich nichts machen, habe ich aber entdeckt. Habe ich zu viele von? Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was davon. Ah, kann ich jetzt vielleicht was bauen? Ich weiß es nicht. Ich guck noch mal nach, ja? Aber nein. Gut. Dann. Mist! Oh, shit. Ja, man sieht die Hand nicht, ne? Oh mein Gott. Was kann ich machen? F. Oh. Ich glaube, ich hätte kontern müssen. Oder irgendwie sowas. Mist. Ja. Habe ich schon gesehen. So. Oh mein Gott. Ja, super. Egal. Oh, die hängen aber ziemlich scheiße dran. Ja, und gut. Hab schon alles gesehen. So, jetzt aber. Zack. 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 Geschafft. Ja. Hopp. Hopp. So. F. Hey! Aua! Ich fürchte... Ich brauche etwas Dickeres. Und ich habe nicht mehr so viel Schrotzen-Muni. Stand noch einer. Acht Shotgun.
Gut, gut. Wundervoll. Jupp. Guck mal, was wir hier noch haben. Na? Aber ich würde sagen, ich muss jetzt mal kurz aufhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.